Und ich fange an mit dem Backtracking. Was ist Backtracking? Das heißt erstmal, ich habe ein Problem, suche eine Lösung für das Problem und erstmal ist es im Prinzip ein Ausprobieren, wo ich schrittweise meine Lösung aufbaue, immer weiter ergänze. Und wenn ich dann feststelle, oh, jetzt bin ich an irgendeiner Stelle, da komme ich nicht weiter, dann gehe ich sozusagen zum vorhergehenden Schritt zurück und mache dann vielleicht eine andere Alternative, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Was wir prinzipiell da machen, ist eine Tiefensuche. Und im schlimmsten Fall untersuchen wir alle Lösungsmöglichkeiten, die es prinzipiell gibt. Das kann, wenn der Lösungsraum sehr groß ist für unser Problem, kann das sehr aufwendig werden. Aber zumindest gehen wir sozusagen strategisch vor, um eine Lösung zu finden. Wir gucken uns gleich ein paar Beispiele an. Typische Anwendungen sind Such- und Optimierungsprobleme und geeignet für solche Probleme, ja, wo wir erstmal kein besseres Verfahren haben. Gucken uns zwei Beispiele an. Das erste Beispiel, stellen Sie sich vor, das M steht für eine Maus, die steht in einem mehr oder weniger komplizierten Labyrinth. Und die Maus möchte gerne zum K, das soll der Käse sein. Ja, wie geht sie jetzt vor? Und jetzt stellen wir uns mal vor, ja, der Käse, das ist jetzt irgendwie nicht so einer, der ganz stark duftet und der sozusagen sofort durch Ausströmen von irgendwelchen Düften die Maus anlockt, sondern die Maus muss irgendwie gucken, wie kommt sie durch dieses Labyrinth durch. Ja, und das wollen wir mal mit so einem Backtracking versuchen. Was wir machen, parallel dazu, wir bauen mal so einen Suchbaum auf und gekennzeichnet ist hier einfach sozusagen mit dieser 1.1, sehen Sie schon, das sind die Koordinaten dieses Feldes. Es gibt insgesamt 9 Felder. Die Maus steht aktuell auf dem Feld 1.1. Ja, und jetzt versucht sie sozusagen durch dieses Labyrinth zu gehen. Ja, wie wir gleich so Auswahlentscheidungen machen, ob sie jetzt nach rechts, links, oben oder unten geht, da gehe ich später drauf ein. In dem Fall hier würde sie jetzt beispielsweise, sagen wir, sie geht direkt nach rechts, geht dahin. Und ich markiere jetzt mal so wie bei Hänsel und Gretel, ja, die haben ja auch irgendwie so Brotkrumen gestreut, das mache ich jetzt auch mal. Ich markiere da so einen kleinen Stern, der soll sagen, naja, das Feld, das habe ich schon mal besucht. Eventuell sind noch Wege offen. Ich habe gerade gesagt, wir haben jetzt sozusagen, wenn wir an einer Stelle sind und ein Nachbarfeld suchen, dann gehe ich zunächst immer mal nach rechts. Ja, und wir haben jetzt noch nicht sozusagen festgestellt, dass hier oben, da geht es auch nicht weiter. Ja, aber prinzipiell kann ich ja, wenn ich jetzt beispielsweise hier an dieser Stelle bin, dann kann ich sowohl nach oben als auch nach unten gehen. Ich kann nach links gehen. Also ich habe mehrere Möglichkeiten, an einer Stelle mich zu bewegen. Also die Maus geht nach rechts, stellt fest, okay, da ist der Käse nicht. Sie geht nochmal nach rechts. Ja, ich baue hier parallel den Suchbaum auf. Sie stellt fest, da ist der Käse immer noch nicht. Dann beispielsweise geht sie erst nach rechts, stellt fest, da ist die Wand. Dann nimmt sie die nächste Richtung, geht beispielsweise nach unten. Das male ich mal irgendwie hier so ein. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt tatsächlich so gemacht habe. Ich habe ja immer die Möglichkeit, in diese vier Richtungen zu gehen. Ich sage mal, das ist der erste Versuch, der zweite Versuch, der dritte Versuch und der vierte Versuch. Also wenn sie an einer Stelle ist, geht sie erst nach rechts, dann nach unten, dann nach links und dann nach oben. So, was macht sie jetzt? Jetzt geht sie nach rechts, die Maus, stellt fest, da ist eine Wand, das geht nicht. Dann geht sie nach unten, stellt fest, da ist eine Wand, das geht nicht. Sie stellt fest, da ist links eine Wand, das geht nicht. Das heißt, sie muss hierhin zurück und da war sie schon mal. Das heißt, sie hat alle Positionen ausprobiert. Das war jetzt ein bisschen schnell. Dann geht sie von hier nach hier zurück, stellt dann auch fest, okay, rechts ging nicht, nach unten war ich schon, links war ich auch schon, oben kann ich nicht mehr, ich gehe zurück. Mit so einem kleinen gelben Stern oder orangen Stern habe ich gekennzeichnet, dass ich alle möglichen Positionen oder alle möglichen Nachbarn dieses Feldes schon besucht habe und untersucht habe und weiß, okay, von da gibt es keine andere Möglichkeit mehr. Und wenn ich sozusagen das von hier aus mache, dann lande ich dann irgendwann hier. Ja? Also sie sucht sozusagen immer möglichst ein freies Feld. Was wird sie jetzt machen? Jetzt wird sie nach rechts gehen. Ich habe jetzt, glaube ich, die Maus nach unten eingezeichnet, nach links eingezeichnet, weil sie jetzt erstmal hier hingeht. Ja, stellt dann auch fest, okay, hier geht es nicht weiter. Sie geht zurück, geht dann auf das nächste freie Feld, das wäre hier unten.
Ja, das heißt, diese beiden würden auch gelb gefärbt werden. Jetzt kann sich entscheiden für links oder rechts. Ich habe jetzt, glaube ich, einfach als nächste Alternative das rechte Feld gewählt. Sieht dann auch, okay, es gibt keine Alternative hier mehr. Rechts, links, oben, unten ist alles belegt. Also geht sie nach links zurück. Wählt jetzt sozusagen mit diesem Rückschritt, kommt sie auf das Feld zurück. Weiß, okay, in die rechte Richtung gibt es keine Lösungsmöglichkeit. Also probiere es in die linke Richtung und finde da dann in der Tat diesen Käse. Ja. Was aufgebaut wird, ist hier so ein Suchbaum. Ja, das sind sozusagen die Wege, die ich nehmen muss, um von dem Startpunkt Feld 1,1 beispielsweise zu dem Feld 2,3 zu kommen, zu dem hier. Bin ich gegangen über das Feld 1,2, 1,3, 2,3. Das ist genau dieser Weg, den wir hier eben beschritten haben. Ja? Und wenn sie dann hier feststellt, sie kann nicht weiter, geht sie auf das Feld 1,3 zurück. Bei 1,3 gab es keine andere Alternative mehr, als zu 1,2 zurückzugehen. Ja, bei 1,2 sind wir dann übergegangen in das Feld hier unten. Ja, von da können wir nach links gehen, das ist das Feldchen hier, oder das Feld. Da geht es aber auch nicht weiter, also springe ich hierhin zurück und nehme das nächste freie Feld, 3,2, das ist das hier unten. Kann nach rechts gehen, nach links gehen und hier sozusagen wird sie dann fündig. Ja, das sieht man in diesem Baum eigentlich noch besser. Wenn ich an irgendeiner Stelle, das ist sozusagen diese Tiefensuche, die wir das letzte Mal gemacht haben, nicht weiterkomme, wie beispielsweise hier, ja, 2,1, das war dieses Feld, dann gehe ich halt zum vorhergehenden Feld zurück und gucke, gibt es von da aus noch eine weitere Position. So, wie sieht das prinzipiell aus als generischer Algorithmus? Wie folgt, also ich habe das mal genannt, Find Solution. So, was ich suche, ist im Prinzip ein Weg von dem Startpunkt, jetzt bezogen auf das Problem, was wir gerade hatten, ein Weg von dem Startpunkt zu dem angestrebten Ziel, nämlich das Feld, wo dieser Käse drauf liegt. Ja, und letztendlich möchte ich sozusagen genau diesen Weg hier ermitteln. Und ich fange an, ja, sozusagen meine initiale Startposition, das ist der Punkt hier. Ja, und dann baue ich im Prinzip schrittweise diesen Baum auf, beziehungsweise den Weg auch von dem Startfeld zu der finalen Lösung. Ja, das, was ich dazwischen erreiche, ja, das sind sozusagen Wege, ja, auf dem Weg zur Lösung, aber das ist noch nicht die vollständige Lösung. Das sind irgendwelche Zwischenschritte. Also, solange die aktuelle Lösung noch ergänzt werden kann, wähle ich einen Lösungsschritt. Ja, habe ich hingeschrieben, erfordert Systematik der Suche. Das ist jetzt bezogen auf dieses Labyrinth, dass ich halt nach oben, rechts, links oder unten gehen kann. Da muss ich halt irgendwie einen auswählen, einen zulässigen. Ja, wenn W gültig ist, also wenn es beispielsweise jetzt nicht irgendwie der Schritt vor eine Begrenzung ist, wie wir das eben auch hatten, ja, erweitere ich die bisherige Lösung. Das wäre jetzt bezogen auf diesen Baum, quasi ein Abstieg weiter nach unten. Dann kann ich prüfen, wenn ich jetzt ein neues Feld erreicht habe, habe ich die Lösung vollständig gefunden, sprich bin ich bei dem Käse angekommen. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann mache ich diese Auswahl von W rückgängig. Ja, und probiere gegebenenfalls hier den nächsten Lösungsschritt. Ja, und wenn keine neue Teillösung vorhanden, dann gebe ich quasi false als Ergebnis zurück. Ja, jetzt habe ich eigentlich gerade alles erläutert. Genau, ich wollte das eigentlich, glaube ich, hier nur noch mal dran erläutern. Genau, den Auswahl des Lösungsschrittes, das wollte ich hier noch erläutern. Wähle Lösungsschritt, das heißt, da muss ich jetzt irgendwie, wenn ich beispielsweise so ein Labyrinthproblem habe, muss ich mir Gedanken machen, wie ich sozusagen dieses Labyrinth hier ablege. Das würde man jetzt typischerweise hier in so einem zweidimensionalen Feld machen. Da muss ich mir dann irgendwie merken, ich könnte es auch als Graph modellieren und beispielsweise nur Kanten aufnehmen. Ja, wenn ich das beispielsweise als Graph modelliere, dann wird es von diesem Punkt aus, das können wir ja mal aufmalen, ja, das ist 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Da hätten wir irgendwie 1, 1 als Graph. Von da aus kann ich nur gehen zum Feld 1, 2. Ja, das ist im Prinzip dieser Suchbaum, den wir da auch eben hatten. Von 1, 2 kann ich zu 1, 3 gehen. Von 1, 3 kann ich nur zu 1, 4 gehen. Von 1, 2 kann ich nur zu 2, 2 gehen. Also ich darf mich nie diagonal bewegen, ich darf mich immer nur vertikal oder horizontal bewegen. Von 2, 2 kann ich nach 2, 1 gehen oder ich kann nach 2, 3 gehen. Ja, und jetzt habe ich keinen Platz mehr hier unten. Wenn ich das so als Graph modelliere, ja, dann würde ich hier beispielsweise wähle nächsten Lösungsschritt, müsste ich einfach nur entsprechend in so einer Adjazenzliste passende Nachbarn auswählen. Ja, und wenn ich dann sozusagen irgendwann zurückkomme, müsste ich sozusagen dann den nächsten Nachbarn in der Adjazenzliste auswählen. Wenn ich das als Array modelliere, ja, dann muss ich mir irgendwie merken, wo beispielsweise hier so eine Wand ist, ja, dass ich da halt entsprechend nicht weitergehen kann. So, wo setzt man das ein? Ja, so bei Spieleprogrammen beispielsweise, wenn ich irgendwelche Spielfiguren habe und deren Stellung, sage ich mal, erstmal speichern möchte und die dann irgendwie bewegen möchte. Diese Stellung dieser Spielfiguren, ja, beispielsweise diese Maus, die wir da gerade hatten, ja, das bezeichne ich als Konfiguration. Und wenn ich so eine, oder den Weg von der vom Startpunkt zum Ziel, das ist eigentlich meine Konfiguration, also jetzt bezogen auf dieses Mausproblem, was wir gerade hatten, wäre das der Weg zur Lösung, das wäre die Konfiguration. Und die Erweiterung der Konfiguration erfolgt dadurch, dass ich halt einen nächsten Schritt mache. Bei Planungsproblemen oder Optimierungsproblemen, und wir gucken uns noch ein zweites Problem an, und zwar dieses hier. Wer von Ihnen kennt die Regeln vom Schach? Die meisten. Sie wissen, dass die Dame da eine ganz wichtige Figur ist und auch eine mächtige Figur. Und wir haben jetzt das Problem, wir möchten jetzt nicht Schach spielen, sondern wir möchten gerne diese Spielfigur Dame möglichst oft auf dem Spielfeld verteilen. Ja, man nennt das das N-Damen-Problem und hier ist es jetzt skizziert für N gleich 8. Ich möchte jetzt möglichst viele von den Damen auf dem Spielfeld verteilen, sodass sie sich gegenseitig nicht bedrängen im Sinne der gültigen Schachregeln. Was heißt das? Wie kann Dame, wie kann die ziehen? Die kann horizontal ziehen, die kann vertikal ziehen und die kann diagonal ziehen. Und die kann auch nicht nur ein Feld besuchen, sondern die kann auch über mehrere Felder springen. Das heißt, wenn ich beispielsweise die Spielfigur Dame hier positioniere und ich jetzt eine zweite Dame so positionieren möchte, dass sie durch diese Dame nicht bedroht wird, ja, dann darf ich sie nicht auf die jetzt hier mit diesen orangen Linien gekennzeichneten Strichen setzen oder Felder setzen. Die Linie fehlt natürlich noch. Habe ich vergessen. Ja, also ich könnte die Dame hier hinsetzen, ich könnte sie hier hinsetzen, aber ich darf sie nicht hier hinsetzen. So, und das möchten wir jetzt hier auch lösen. Ja, und da bietet sich dieses Backtracking eigentlich auch ganz gut an. Noch das gucken wir uns mal an. Gucken wir uns zunächst mal an, dass es lösbar ist. Mit in diesem Fall sogar 8 Damen. Ja, das ist nicht, vielleicht ist das ja nicht immer der Fall. Also ich kann wirklich auf einem Spielfeld der Größe 8 Kreuz 8 kann ich tatsächlich 8 Damen positionieren. Ja. Und dann wollen wir uns gleich mal überlegen, wie wir denn da drauf kommen. Ja, so müsste das eigentlich, müssten die Damen positioniert sein, dass sie sich gegenseitig nicht bedrohen. Also wenn ich das richtig gemacht habe, gibt es da keine zwei Spielfiguren, die sich jetzt gegenseitig im Sinne der Schachregeln bedrohen. Ja, auch da müssen wir uns jetzt irgendwie überlegen, wie können wir das abspeichern. Zunächst noch mal ganz kurz zum Begriff dieser Konfiguration, weil das ist das, was wir sozusagen zwischenzeitlich in dem Algorithmus speichern als partielle Lösung. Also eine Konfiguration
ist eine partielle oder vollständige Lösung des Problems. Ja? Also bei diesem Mausproblem eben war das quasi der Weg vom Startfeld zu irgendeiner anderen Position auf dem Spielfeld. So, und da braucht man ein paar Regeln. Für die Menge dieser Konfiguration muss gelten. Es existiert eine eindeutige Anfangskonfiguration. Ja, das wäre jetzt bezogen auf das Mausproblem eben. Ist das der Startpunkt der Maus? Bezogen auf dieses N-Damen-Problem, das wollen wir jetzt gleich mit dem gleichen Ansatz, Backtracking, lösen, ist das das leere Spielfeld. Ja, da haben wir noch keine einzige Dame positioniert. Wir müssen die, aus diesen Konfigurationen muss es eine zulässige Lösung geben. Ja. Das heißt, eine Teilmenge dieser Konfiguration ist dann auch in der Tat eine Lösung des Gesamtproblems. Beispielsweise bezogen auf die Maus. Ja, der Weg von dem Startfeld zu dem finalen Feld, wo das Käsestückchen liegt, beziehungsweise hier. Ja, die gewünschte Lösung ist natürlich bei n Damen und bei einem Spielfeld der Größe n Kreuz n, auch wirklich diese n Damen alle vollständig zu platzieren. Ja, und wir müssen natürlich irgendwie entscheiden können, wenn wir jetzt eine Konfiguration haben, ob das eine Lösung ist oder nicht. Ja, das ist bei dem Mausproblem, ist es irgendwie, wenn wir quasi an dem Feld angekommen sind, auf dem das Käsestückchen liegt, und jetzt bezogen auf dieses Damenproblem, ja, dass wir bei n Damen oder 8 Damen, dass wir diese 8 Damen platziert haben. Das wäre die Lösung. Ja, und diese Konfigurationen lassen sich schrittweise erweitern und bilden eine hierarchische Struktur. Diese Struktur haben wir eben bei dem Mausproblem gesehen. Ja, und diese Struktur jetzt bezogen auf dieses N-Damen-Problem wird sein, wir fangen mit der ersten Dame an, die wir platzieren, dann platzieren wir die nächste Dame, dann die nächste und so weiter. Ja, so eine Lösungskonfiguration oder eine Lösung für dieses N-Damen-Problem, was muss die erfüllen? Naja, wir wollen, hatte ich eben schon gesagt, wir wollen nicht nur 2 oder 3 Damen, sondern alle Damen, sprich N-Damen, platzieren auf dem Brett. Und sie dürfen sich nicht im Sinne der Schachregeln bedrohen, wie ich das gerade erläutert habe. Ja, das wäre sozusagen die Anforderung, die ich jetzt an so eine Lösung habe. Und die Menge dieser Konfigurationen ist dann, ja, wir fangen an mit dem leeren Schachfeld. Ja, wir haben sozusagen 0 Damen auf dem Feld platziert. Das Ziel ist, alle N-Damen zu platzieren. Und wir werden die jetzt sozusagen schrittweise aufbauen. Wir fangen mit der ersten Dame an, dann kommt die zweite. Und sozusagen die diese Konfiguration mit 2 platzierten Damen, die hängt natürlich von der Konfiguration mit einer platzierten Dame ab, ja, weil wir die eine da setzen, und dann kommt sozusagen bei gesetztgelassener erster Dame die zweite Dame. Das heißt, das ist entsprechend die Menge der Konfigurationen, dass wir i Damen auf dem Spielbrett zulässig verteilt haben, zulässig im Sinne dieser beiden Regeln hier. Und für das i gilt, es liegt halt zwischen 0 und n. Das ist der ganze Algorithmus dafür. Initial rufen wir da auf, platziere Dame mit 1, also i ist sozusagen der Index oder die i-te Dame soll platziert werden. Wir wollen zunächst mal die erste Dame platzieren. Das ganze Ding ruft sich dann rekursiv auf. So, und dann sozusagen dieses Backtracking. Wir probieren jetzt das erste Feld auf. Ich mache mal ein Beispiel. Ja? Und zwar, damit das hier auch irgendwie schön drauf passt, habe ich es jetzt nicht für 8 Damen gemacht, ich habe es für 4 Damen gemacht. Das heißt, wir haben ein Spielfeld der Größe 4 Kreuz 4 und Aufgabe wird es jetzt sein, 4 Damen da zu platzieren. Wir steigen ein mit dem Aufruf, platziere Dame 1, und jetzt hier lassen wir in der Schleife laufen, vor h gleich 1 zu 4, allgemein halt bis n. Und jetzt gucken wir uns erstmal das erste Feld an. Ja, also sozusagen mit dem allerersten Schritt, Feld i, h heißt also 1,1, das ist das Feld. Ja. Wenn das nicht bedroht ist, dann setze ich die Dame auf das Feld. Und das ist natürlich bei einem leeren Spielfeld ist das natürlich noch nicht der Fall. Ja, und wenn das Brett voll ist, das heißt, wenn alle Damen gesetzt sind, dann gebe ich die Konfiguration aus, weil dann habe ich eine Lösung gefunden. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann versuche ich die nächste Dame zu platzieren. Also was passiert? Wir setzen die erste Dame.
Und jetzt habe ich irgendwie hier auch gekennzeichnet, welche Felder jetzt nicht belegt werden dürfen. Ja, die sind jetzt, das sind die Felder, die jetzt durch diese Dame nicht mehr besetzt werden dürfen. Der Algorithmus, der hat sozusagen diese Abfrage, habe ich jetzt hier mit diesen orangen Kreuzen markiert. Was er jetzt macht, ja, er hat die Dame platziert und jetzt versucht er, die zweite Dame zu platzieren. Wo wird er die hinsetzen? Ja, jetzt würde Platziere Dame 2 aufgerufen werden. Das heißt, da würde jetzt auch untersucht werden. Zunächst das Feld 2, Schleife startet ja sozusagen neu, VH gleich 1 zu 4. Das heißt, es würde zunächst das Feld angeguckt werden. Und da muss ich jetzt irgendwie intern verwalten, naja, das geht nicht. Das habe ich jetzt hier mit diesem orangen Kreuz gekennzeichnet. Das Feld ist bedroht. Dann wird als nächstes wird das nächste Feld überprüft werden. Ja, das ist sozusagen hier eine Schleife, die läuft über die Spalten dieser Matrix. Das Feld wird überprüft werden. Geht auch nicht, ist auch bedroht. Als nächstes das. Jawohl, das haut hin, das ist nicht bedroht. Da kann ich jetzt meine Dame hinsetzen. Das machen wir. Das Feld ist aber noch nicht, also das Brett ist aber noch nicht voll. Also im Sinne von, dass wirklich 4 Damen gesetzt sind. Ja. Auch hier wieder, die Felder sind dann nicht mehr nutzbar. Und ich erkenne jetzt schon, zumindest wir so rein optisch, erfassen wir sofort, naja, das Problem kann ich an dieser Stelle wohl nicht lösen. Ja, weil in diese Zeile kann ich überhaupt keine Dame mehr platzieren. Ja, hier unten ist zwar noch Platz, da könnte ich eine hinsetzen. Ja, dann wäre das Problem aber nicht in dem Sinne gelöst, dass ich auch tatsächlich auf dem 4-Kreuz-4-Feld diese 4 Damen gelöst habe. Das heißt, was jetzt springt er natürlich hier rein sozusagen in den Aufruf, platziere Dame 3, ja, und wird dann feststellen, okay, das haut nicht hin, in der Zeile finde ich keine Lösung. Ja, sozusagen der Aufruf würde dann zurückkommen, platziere Dame 3, ja, würde oben hier oben hochgehen. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt hier noch sagen, dass ich diese Dame dann wieder wegnehme. Ich muss mal gucken, genau. Habe ich jetzt hier in dem Code nicht drin. Also diese eben gesetzte Dame, die hier stand, müsste ich dann wieder wegnehmen. Das habe ich jetzt nicht gemacht bei dem Rücksprung aus der Rekursion. Und ich bin dann ja immer noch in dem Aufruf von platziere Dame 2 in dieser Vorschleife. Was ich also jetzt mache, ich würde jetzt das nächste Feld ausprobieren. Das heißt, da würde ich jetzt die Dame hinsetzen. Und auch da würden wieder ein paar Felder belegt werden. Okay. Es erfolgt wieder der Aufruf von platziere Dame 3. Da wird dann festgestellt, okay, das Feld geht nicht. Das Feld geht aber. Das heißt, da wird die Dame hingesetzt werden. Das Feld wäre dann auch nicht mehr benutzbar. Ja, und wir würden zwar platziere Dame 4 aufrufen. Ja, würden dann in dieser Zeile feststellen, da gibt es keine freie Position mehr. Wir würden zurückspringen. Ja, wir würden feststellen, oh, hier gibt es keine weitere Möglichkeit mehr. Das heißt, diese Schleife hier, diese Vorschleife ist zu Ende. Und wir würden quasi ganz am Anfang zurückspringen. Also das würden wir rückgängig machen. Wir würden das rückgängig machen. Und auch das würden wir rückgängig machen. Und dann sozusagen in dem ersten Aufruf von platziere Dame 1 würden wir uns um einen Schritt hier in dieser Vorschleife weiter bewegen. Das wäre das zweite Feld. Das würden wir ausprobieren. Ja, und dann geht es genauso weiter. Das heißt, auch hier wieder gekennzeichnet, welche Felder nicht belegt werden dürfen. Es erfolgt der Aufruf von platziere Dame. Ja, da würde dann festgestellt werden, okay, das Feld geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das. Oh, das passt, das kann ich nehmen. Also kommt da die Dame hin. Wieder würden die jetzt gekennzeichnet, oder werden die gekennzeichnet, die nicht benutzbar sind. Es erfolgt der Aufruf von platziere Dame 3. Da würden wir feststellen, okay, da geht gleich das erste Feld. Da kann ich die hinsetzen. Das einzige Feld, was dann mit weiter noch neu bedroht wird, ist dieses Feld. Es würde der Aufruf von platziere Dame 4 erfolgen. Und da stellen wir fest, okay, wir können da diese vierte Dame hinsetzen. Und würden dann feststellen, okay, Brett ist voll und wir haben eine Konfiguration gefunden. Ja, was wir da machen, auch da, ähnlich wie wir das eben gehabt haben bei dieser Suche in dem Labyrinth nach dem Käse, auch da bauen wir im Prinzip so einen Konfigurationsbaum auf. Ja, hier, das ist sozusagen der Startpunkt, das ist das leere Feld.
wir sind jetzt irgendwie hier eingestiegen, haben uns da runtergehangelt, sozusagen hierüber, haben dann hier festgestellt, hier geht es nicht weiter, sind zurückgesprungen, haben dann die nächste freie Position ausprobiert, sind dann hier hingekommen, haben hier festgestellt, okay, hier geht es nicht weiter. Ja, und auch da haben wir festgestellt, wir springen zurück hierhin, müssen hier sozusagen diesen ersten Schritt auch rückgängig machen, gehen zum nächsten Schritt über. Das heißt, das wäre dann sozusagen der Einstieg hier. Und bei dem haben wir jetzt in der Tat eine Lösung gefunden. Der Algorithmus war jetzt so formuliert, dass er abbricht, wenn er eine Konfiguration gefunden hat. Wir könnten natürlich auch weitersuchen, um weitere Konfigurationen zu finden, beispielsweise diese. Ja, so ein Schachbrett ist natürlich irgendwie symmetrisch. Das heißt, wir finden auch hier diese Lösung. Beziehungsweise, wenn wir die Spielfigur in das letzte Feld hier oben setzen, in die Ecke, das verhält sich genauso wie dieser erste Ansatz hier. Ja, auch da laufen wir in eine Sackgasse und finden keine vollständige Lösung. Ja. Also hier wird genauso Konfigurationsbaum aufgebaut, während wir uns eben bei der Maus sozusagen immer um ein Feld weiter bewegt haben, ja, besteht die Schrittfolge hierin, dass wir sozusagen ausgehend von 0 Damen platziert, über eine Dame platziert, 2 Dame platziert, dritte Dame platziert, dann hoffentlich irgendwann die vierte Dame platzieren können. Ja. So, und das können Sie jetzt für 8, 16, 25 Damen machen. Der Baum wird dann ein bisschen größer. Ja. Das passt dann nicht mehr hier drauf, darum habe ich da hier 4x4 Matrix gewählt. Das war Backtracking. Ja, also, ich probiere aus und wenn ich nicht mehr weiterkomme, mache ich halt irgendwie eine strukturierte Rückverfolgung. Dazu brauche ich halt irgendwie eine gewisse Struktur sozusagen in meinem Suchraum, den ich habe. Suchraum, damit meine ich sozusagen die Menge aller möglichen Lösungsmöglichkeiten oder der Konfigurationen, ja, und muss dann irgendwie mir merken, das haben wir hier eben über diese eine einfache Vorschleife gemacht, wenn ich sozusagen zurückkomme, was ist dann der nächste Schritt?